Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Urbex mit Mel und Alex. Heute, warte mal hier, müssen wir ein bisschen so machen hier. So, da seht ihr schon das Objekt unserer Begierde. Wir besuchen mal eine Villa tatsächlich. Haben wir noch nicht auf unserer Liste. Und ich lade euch mal ein, hier einen Rundgang mitzugehen. Das ist die Villa St. Martin. Und ich erzähle euch gleich mal ein bisschen was zur Geschichte von diesem Schmuckstück. Werden wir das so erkunden. Also bleibt dran, habt viel Spaß am Video. Es geht los. Ja, und da geht es auch schon los hier mit der Außenaufnahme von diesem schicken Schmuckstück hier an Villa. Hat aber auch schon ein wenig gelitten. Ja, die steht schon sehr lange frei. Sie steht schon sehr lange leer. Auch hier auch noch bewachsen. Ich sehe mal, was diese schöne Architektur hier mit Sandstein unten gemauert und die Bögen. Na, Schatz, kommst du da hinten irgendwo rein oder so? Das weiß ich nicht, aber es sind zumindest Leute drin, ich höre sie nämlich. Es sind Leute drin. Ah, okay. Ja. Ja, das ist dann doch tatsächlich eigentlich irgendwie doch ein so, ich dachte eigentlich eher unbekannter Lost Place, weil so viel gibt es irgendwie davon nicht, Ich aber weiß anscheinend. ja auch nicht, ob es Urbexer sind oder keine Ahnung. Oder Ich wo habe du niemals warst. gesehen, ich habe es nur gehört. Ah, okay. Also Leute, wir sind schon mal nicht alleine. Interessant, aber ist ja egal. Jetzt können wir erstmal unsere Frau wieder beim Foto machen zugucken. Wir gehen erstmal hier weiter rein. Ich mache erstmal wieder. Soll ich Licht machen? Ja, nein, vielleicht. Ne, vielleicht noch nicht, ne? Nö, kann man nicht. Hier gucken wir mal hier an. Ah, Kellerbereich. Oh, da könnte man gleich in den Keller eigentlich reingehen. Oder fangen wir eigentlich mit dem, wo ich sage, was man als letztes einmal nicht immer machen sollte. Fangen wir halt jetzt schon an, hätte ich gesagt. Ne? Gehen wir rein in diese Villa, die im Zweiten Weltkrieg rum oder vor dem Zweiten Weltkrieg rum gebaut sein soll. Und dann aber um 1945 vom Bauherrn nicht mehr fertiggestellt werden konnte aufgrund von politischen Problemen. Und deswegen ist das hier ein reiner Rohbau und dementsprechend, also werden wir keine Einrichtung vorfinden. Und man sieht auch hier schon an den Wänden wurde was zugemauert. Das hatte die Bewandtnis, dass wohl irgendwann diese Villa, keine Ahnung, verkauft wurde oder sowas. Auf jeden Fall hat man dann nochmal in den 80er Jahren Renovierungsarbeiten etc. versucht, aber die haben wohl auch nicht mehr so gefruchtet oder haben wohl sind auch ins Leere gegangen, waren erfolglos. Und seit den 2000ern, circa rum, also 1999, 2000, ab da steht sie quasi komplett leer und still und tja, bleibt sich dem Verfall etc. überlassen. So. Es gibt noch wohl zwei OGs, also erstes OG, zweites OG. Mal gucken, wie wir reinkommen. Oh, hier sieht man schon, dass wir am Bau war. Hier abgestützt noch der Boden. Okay. Nächstes Zimmer. Türen. Eingangsbereich soll eine ganz schicke Türe sein. Leider ein wenig verunstaltet. Denn hier waren leider schon auch die einen anderen Partyleute. Also mit Graffitis und Vandalismus ist ja leider hier tatsächlich, obwohl hier wenig Einrichtung ist, leider zu rechnen. Sehr schade. Das ist sehr schade. Mal hier, was da drin ist. Wie gesagt, natürlich, das meiste ist alles leer. Ah, Neonröhren waren zumindest immer verbaut. Unglaublich, dass so eine große Villa da echt sich selbst überlassen ist. So, ich schwenke mal rum. Hier geht's weiter. Nächstes Räumchen. Schönes kleines Gäste-WC.
Wir gucken mal weiter. So, nächster Raum. Die Heizungsrohre. Freiliegend. Viel Kacheln. Styropor. Hier am Boden. Schon für die Leitungen freigelegt. Ah, hier haben wir noch eine Tür. Ach hey, hier war ganz auch mal ein Badezimmer geplant oder so. Viele Scherben. Hier nochmal noch eine schicke Türe. Und auch hier wieder diese Bögen hier außen im Außenbereich. Sehr schick. Sehr schick. Okay, wir gehen mal weiter. Was haben wir denn hier? Alive, dead inside. Alles klar. Okay, gucken wir mal. Wo sind die Toten? Wo sind die Toten hier von Walking Dead? Wenn das schon dran steht. Hier in der Ecke sind sie nicht. Okay, ist das so halbrund hier gebaut? Interessant, oder viertelrund? Mehr war das jetzt hier auch nicht. Aber Hauptsache, Hauptsache hier, ne? Ne, ne, ne. Warte mal, guck mal noch in die Tür. Naja, nischt. War doch klar. Oder? War doch klar. Also, weiter geht's nach oben. Anscheinend kommen wir nur von außen irgendwie hoch. Hat meine Frau gerade gesagt. Von daher kommen wir hier auch noch weiter die Heizungsrohre, also die Abfluss. Immer mal diese kleinen Fenster. So, ja, dann gehen wir mal raus und gucken mal, ob wir ins Innere oben, also in den ersten Stock, in den Erdgeschoss kommen. Bis gleich. Ja, draußen angekommen, wollte ich mal hier euch hier diesen schönen quasi Säulengang mehr oder weniger ein bisschen mitnehmen. So. Schreiten wir dann durch. Das sieht schon sehr, sehr schön aus. Den Grundsäulen hier. Aber anscheinend kommt man ja da hinten und hoch. Deswegen gehen wir mal da, wo ich am Anfang euch begrüßt habe. Gehen wir mal weiter und dann kommen wir hoch. Mal gucken. Bis gleich. So, jetzt sind wir hier quasi oben angekommen. Ich nehme euch mit. Hier diesen kleinen Weg entlang. Ah. So, irgendwo muss doch jetzt hier reingehen. Ja, man sieht ja hier an den Wänden schon die einen oder anderen Graffitinos. So, hier. Hey. Okay. Ah, er ist hier wieder hier. Brombeergestrüpp. Ja, meine Frau ist einfach mal wieder weggelaufen. Ne? Da sieht er wieder das, was man beim Urbex nicht machen sollte. Sie läuft weg. Ich muss erstmal hinterher. Ah. So, aber jetzt sind wir hier am Eingang. Ich blende sie eiskalt mal. Jetzt macht sie auch noch die Türe auf. Ich wollte sie doch filmen. Hier erstmal. Grüß Gott. Tritt ein, bringt Glück herein. Naja, das hat mir auch nicht viel genutzt, leider. Auch wenn es schön geplant mal war. Aber schön gemacht mit der Vertäfelung. Leider fehlt eine Seite. Das ist sehr schade. Ja, dann treten wir rein. Bringen hoffentlich Glück herein. In den Rohbau. Tja, welches Zimmer was wohl sein sollte, keine Ahnung. Schwierig zu sagen. Hier ohne Doppelflügeltür. Ja, dann machen wir einfach mal weiter. Meine Frau unterhält sich ja hier mit ein paar Hobbyfotografen. Dann nehmen wir hier mal den Erker mit auf. Ha, man trifft immer mal wieder Leute. Leute, ne? Muss also nicht irgendwelche hier gefährlichen Leute sein. So. Was haben wir denn hier? Ups.
Okay, aha. Ja, Graffitis. Also, laut den Fotografen kann man irgendwie hochgehen. Mhm, mal gucken. Da ist erstmal noch ein schöner, schicker Heizkörper. Den habe ich gerade übersprungen vor lauter. Ah, hier ist die Wendeltreppe nach oben. Oh, Leute. Leute. Eieiei. Ja, die gehen wir gleich hoch. Wir warten mal ab. Du hast sie fotografiert. Ja, wir melden uns hier zurück von dieser schicken Bauleiter. Wir gehen mal hoch. Du machst Special Effekt, ja. Das nehmen wir auf jeden Fall mit auf hier. Leute, also die wackelt schon gut. So, nehmen euch trotzdem mit. Immer mit einer Hand hier noch an der Leiter. Ah, schön, die letzte Stufe fehlt an der Leiter. Das ist schön. Warte mal, ihr müsst das ja mitsehen. Hier, ihr seht, da, letzte Stufe, dann ist leer. Dann geht es nach unten. Das heißt, ich über... Ja, alles gut. Und dann geht es hier nochmal in den Dachboden mit einer Holztreppe. Jetzt habe ich auch noch Leiter gesagt, das ist natürlich eine Wendeltreppe, wo ich gerade hochgegangen bin. Ne? Ihr kennt das ja, Leiter, Wendeltreppe und so weiter. Ach hey, Achtung Alarm, hier, jetzt ist hier mal wieder richtig. Hier, da ist einfach noch nichts fertig. Hier sieht man noch sogar den Stahlbeton. Ja, was haben wir denn hier oben noch, außer natürlich leere Räume, wegen Rohbau eben. Ja, der alte kleine Sicherungskasten, viel war da nicht. Wir gehen mal hier in den Raum rein. Wie gesagt, auch hier natürlich. Upsala. Oh, doch, hier hat man noch auf jeden Fall was. Hier ein bisschen Stuck. Allerdings weniger imposant als wie beim hier Pension Vino von uns. Da war ja wirklich mächtig Stuck an der Decke. So, hier sieht es irgendwie aus, als hätte es irgendwie mal gebrannt. Ich hab's auch nicht hier drauf. Hier ist ja mal. Oh. Da kann man also in den Dachboden gucken. Uiuiuiui. Hier Decke, sag ich schon, Tapete. Okay. Hier geht es also dann auch weiter rein. Ja, leere Räume. Ich würde euch ja gerne mehr zeigen, aber wo nichts ist, kann ich euch leider auch nichts zeigen. Da huschen wir einfach mal schnell durch. Na, ich schwenke einfach mal mit dem Gimbal. Man sieht alles Rohbau. Alles hätte schön sein können, hätte man das hier mal fertig gemacht. So, und dann gehen wir hier wieder zurück. Also die Substanz hier oben ist auf jeden Fall begehbar. Wendeltreppe ist so eine Sache für sich, aber es ist machbar. Ihr seht hier auch leider nichts. Immerhin, die Fenster sind offen. Ich sage es immer oft genug, ne? Schön gut für die Durchlüftung. Und hier, oh, ja, so viel dazu. Kaum habe ich wieder was gesagt, dann kann man hier runter gucken. Oh. Eidewitzka. Ich gehe mal hier an der Seite entlang. Aber auch hier nur ein leeres Räumchen. Und hier, oh nee, da müssen wir nochmal hier rüber. Oh. Ich muss mal ein bisschen aufpassen hier. Weiter gehe ich nicht, weil ihr seht ja hier der Dachboden eingestürzt wieder mal. Also gefährlich, ne? Leute, nie alleine auf den Lost Place gehen. Das ist gefährlich. Und was man sieht, hier, Achtung. Das könnt ihr jetzt gar nicht sehen. Hier ist auch schon ein Loch. Also das ist hier auch mit Vorsicht zu genießen. So, ich gehe sofort hier wieder zurück. Boah, alter Vater. Wir gehen gleich direkt im Anschluss ohne Cut den Weg hier hoch. Die Holztreppe in den Dachbereich. Aber ich weiß nicht, ob ich da weit gehe. Ich würde sagen, ich bleibe hier an der Treppe sitzen. Hier ein schönes Halbrundfenster. Sollte auch mal anscheinend ausgebaut werden. Hier schwenke ich. Ich schwenke rüber. Hey. So. Hier auch nochmal. Oh, da wäre sogar... Oh, ich hoffe, ihr könnt es wegen der Spiegelung sehen. Hier... was eigentlich ins Fenster reinkäme, also würde dann hier toll aussehen. Aber ihr seht ja, hier fehlt das Ganze, die ganze Bodeneinheit. Und überall sieht das schon sehr marode aus. Also hier möchte ich nicht unbedingt oben lang gehen. Deswegen gehen wir sofort wieder runter. Und also die Treppe hier ist noch gut, kein Holzwurm. Bisschen weich, aber es geht.
Und ich gehe mal runter und dann melde ich mich, wenn ich wieder unten bin. Kennt ihr ja. Bis gleich. Ja, da habe ich es wieder geschafft, heil unten anzukommen. Wir gehen jetzt hier nochmal quasi außen ein wenig entlang. Und ja, das war es auch schon mit dieser Villa St. Martin, wie sie halt auch in den Kreisen genannt wird. Und oh, da hätte man auch leicht reinkommen können. Gehen quasi hier an der Terrasse entlang. Und ja, wie gesagt, das war's mit dem Video. Ah, da geht meine Frau aus dem Eingang raus. Hier ist das Haupttor quasi zur Terrasse dann. Und ja, was bleibt mir zu sagen, außer wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Ihr wisst, dann freuen wir uns. Dieser Spruch ist nicht von mir, sondern von einem YouTuber, den wir entdeckt haben, nämlich der Mythenmetzger. Wenn ihr so ein bisschen auf Mythen, Mystery, außergewöhnliche Sachen steht wie wir, dann ist dieser Kanal definitiv zu empfehlen. Guckt doch mal bei dem vorbei. Der hat eine ganze Kollektion an schicken Videos. Und deswegen, der hat da hier der hat einen markanten Spruch und eine tolle Stimme. Da kann man echt toll zuhören bei seinen Erzählungen. Und wie gesagt, wenn es euch eben gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da oder einen netten Kommentar oder auch ein Abo. Dann freuen wir uns. Und dann sagen wir bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Urwichsen mit Mel und Alex. Also bleibt gesund. Ciao, ciao. Ja, das war unsere erste Villa. Leider ohne Einrichtung, aber man muss ja irgendwie mal anfangen. Wir hoffen, dass euch das Video gefallen hat und vergesst den Daumen nach oben und das Abo nicht. Bis dahin, ciao, ciao.